Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Euro Truck Simulator 2. So, ja, wir befinden uns immer noch in Paris mit unserer mittlerweile eigenen Zugmaschine, die wir uns ja in der letzten 2 Folgen gekauft haben. Stehen jetzt hier immer noch am Hotel. Und ich würde sagen, wir fahren mal zu unserem Auftrag. Ich habe nämlich mal meinen Auftrag rausgesucht, der mir persönlich so eigentlich ganz gut gefallen hat. Moment. Kurz. Mist, wir haben da ja Navi. Dann gehe ich zu meiner Richtung Auftrag. Wir fahren heute nach Dijon. Ich denke mal, also ich hatte mir dabei so gedacht, dass wir ein bisschen auch Frankreich erkunden, quasi. Bis dann auch bald das neue Frankreich DLC kommt. Ich weiß, man sollte. Ich werde mir auch erst Skandinavien holen, bis dann irgendwann auch das Frankreich DLC an den Start kommt, quasi. Allerdings denke ich mal, ist das nicht gerade von Nachteil, jetzt zu wissen, schon mal ein bisschen durch Frankreich gekurvt zu sein. So. Fracht mal, genau, den Auftrag. Ein Castor-Kessel. 40 Tonnen. Rückwärts ran. Schauen wir, ob das jetzt hier klappt, weil ich habe schon wieder so das Gefühl, dass unser LKW ein bisschen zu schwach für 40 Tonnen ist. Haben wir eigentlich rundum leuchten? Nein, okay. Na, dann müssen wir halt damit leben. Richtig Licht anmachen hier. Ja, nee, ist klar. Bin ich eigentlich voll blöd? Jetzt bin ich einmal im Kreis gefahren. Wollte ich nicht. Vollkommen verduselt. Fail. Gott, nein. Muss dann mal gucken, ab wo ich dann das Video splitte, cutte, da war. Weil das letzte Mal, das war etwas blöd, einmal 25 Minuten, dann 13, 14 Minuten.
Ampel. Danke. Das mit dem Anfang üben wir nochmal. Bin im 7. Kommen wir auch eigentlich ganz gut vom Fleck. Ah. 70 dürfen wir. So ein Castor-Kessel hier. Dann versuchen wir das auch natürlich einzuhalten. Ne? Wir sollten das einhalten. Ich will nicht wissen, was sonst passiert. In so einem Castor da hinten. Atomkrieg. Nee. Gut, über sowas macht man keine Witze. Komm ich nicht aus dem Tritt, ne? Das ist unglaublich. Nee, nee, nee. Egal. So. Das kann ja noch dauern hier. Fünf, ja, guck ich mal so gegen 23:15 23:20 ungefähr kommen wir an. Schon etwas später. Ne, 23:20 doch nicht. Moment. 4 Uhr. Ungefähr gegen 4 Uhr. 30, 4:40 so. In dem Dreh. Denke ich mal irgendwie gegen 2 oder so fahren wir mal. Oder gegen 1 fahren wir mal so auf den Rastplatz. Also natürlich ETS-Stunden. Ist klar. So, da vorne kommt eine Mautstele. Ja, Anfang der Mautstrecke. Muss mich hier leider was schalten beispielsweise betrifft sehr konzentrieren, weil ich bin nicht gerade hundertprozentig begabt, was Schalten angeht. Deswegen verzeiht mir die etwas größere Dauer enthaltene Stille in diesem Video. Na, kriegst du es hin? Weil wir haben nicht mal irgendwelche Warnleuchten, ne? Vorne nicht, jetzt auch hinten. Spaten, egal, werden das denke ich mal überleben. Wenn ich dann nicht, kann man auch nichts gegen machen. Oh, der Rast ist was schön. Ja. In 200 Metern geht es wieder nicht. Da können wir wieder nicht rausfahren. Das wollen wir auch gar nicht. Bin hier auch schon erlaubt. So, wir fahren hier von der Spur runter.
Eieiei, also ich glaube, das nächste, was wir erstmal machen werden, ist hier mal stärkere Motor ranhauen, holen. Jedenfalls, wenn wir es könnten, ne? Dann holen wir hier auf jeden Fall einen besseren Motor ran. Kannst ja keinem zumuten hier. Hier mit was weiß ich für eine abnormalen Anzahl an PS und so weiter hier mit beispielsweise 40 Tonnen dran lang gucken. Ich meine, wir können jetzt natürlich irgendwelche 3 Tonnen Aufträge machen, aber ist ja auch nicht Sinn und Ziel der Sache. Möchte auch ein bisschen Special Things sehen. Deswegen. Yay, 400 Kilometer. Schalten wir mal hoch. So. Also wie gerade der LKW den Berg hochfährt. Ah ja, aber schön hier, so das nächtliche Frankreich. So, es ist gleich. Ah, eine Baustelle. Ich dürfte wieder eine Mautstelle kommen. Baustelle, Mautstelle. Viele verschiedene Stellen. Durchaus interessant. War auch schön hier die Baustelle. Eingerichtet so. Baufahrzeugen. Absperrung. Ja doch, das sieht vor allem jetzt in der Nacht relativ cool aus. Dann wieder runter hier. Müsste man mir mal irgendwie die Tage hier mal auch für das Profil quasi das Lenkrad einrichten. Weil das ist ja jetzt, hat ja wie gesagt nur die nötigsten Funktionen, wie man das auch in einem Video mitbekommen hat, dass ich den da erstmal ein paar Funktionen zuweisen musste. Sind dann auch wirklich nur die nötigsten, also Blinker, hier Schalthebel und so. Das war's dann auch schon. Fahnen sehen cool aus im Wind. Moment. Und die ihr so sieht, flattern. Schon cool mit der Animation. Wäre auch cool, wenn jetzt der LKW hier mal weiter auf die Tube drückt. Nicht. Naja. Ein paar Nachtfahrten müssen auch sein. Ach ja, ein Rastplatz. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. Ist so ein zweiter Bildschirm eigentlich ganz praktisch. Moment, ich guck. Mal kurz. Na. Ach so, er pausiert das Game dabei. Okay. Ja, wir haben jetzt gerade genau 15, 10 Minuten. Na, hätte man jetzt auch auf den Rastplatz rausfahren können. Ist aber auch egal.
Kommt der nächste. Ach, wir sind ja schon gleich in Dijon. Ja, komm, dann fahren wir das jetzt hier. Eben mit 20 Minuten oder so zu Ende. Muss jetzt ja bei der LKW mal ein bisschen Gas geben, also. Ja, wobei wir fahren immer noch 2 Stunden. Ah, ich weiß nicht. Kurz vor Dijon möchte ich allerdings auch nicht stehen bleiben. Und ich gucke nochmal. Also hier kommt jetzt aber auch auf der ganzen Strecke kein Rastplatz mehr. Guck mal, da kann man sogar unsere Fahnen sehen. Das ist ja cool. Weil ich im Real Life irgendwie auch noch keinen LKW mit sowas gesehen habe. Aber gut, kann es geben. Ich weiß es ja nicht. LKW, kommt auch irgendwie nicht so richtig klar. Komm, ich beende jetzt einfach die Folge. Ich habe jetzt. Mal so. Und dann war es das für diese Folge von mir. Jetzt habe ich hier so mittendrin. Ich sag, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.